Ob als Weltraumschmuggler Han Solo in Star Wars, als peitschender Archäologe alias Indiana Jones oder CIA-Agent Jack Ryan. Er verkörpert zahlreiche Rollen, die in die Filmgeschichte eingegangen sind. Seit seinem Durchbruch Ende der 1970er Jahre etabliert sich Harrison Ford als einer der populärsten und erfolgreichsten Darsteller auf der Kinoleinwand. Zur Premiere des neuen Blockbusters Indiana Jones und das Rad des Schicksals auf den Filmfestspielen in Cannes wird der 80-jährige mit einer Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Auf dem Red Carpet hat er nur Augen für seine Liebste, die US-Schauspielerin Calista Flockhart. Hand in Hand strahlt das Hollywood-Traumpaar vor den Kameras und bietet einen glamourösen Turtelauftritt dar. Die beiden Filmstars lernen sich 2002 bei den 59. Golden Globe Awards kennen, wo Calista für ihre Titelrolle in der Comedy-Drama-Serie Ally McBeal nominiert wird. Aufgrund ihres Altersunterschieds von 22 Jahren zweifeln Fans anfangs noch an der Standfestigkeit der Beziehung, doch ihre Liebe besteht den Test der Zeit. Heute sind sie über 13 Jahre glücklich verheiratet und zeigen sich so verliebt wie am ersten Tag. An der französischen Riviera wird die Filmlegende für ihre geschichtsschreibende Karriere ausgezeichnet. Umso schöner, dass Harrison diesen Meilensteinmoment an der Hand seiner Liebsten feiert.